So, und damit grüßt man die Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodim zu, ja, Among Us. Mit hier dem, ich glaube, das ist der Streamer, ohne Discord heute. Und wir spielen Hide and Seek in einer offenen Lobby beim Streamer, den ich auf Twitch entdeckt habe. Okay, Crewmates. Das war ein Imposter Among Us. Achso, mit einem Imposter, okay. Der Imposter geht, was? Okay, der Imposter geht hoch und wer von denen war jetzt Imposter? Ja. Wir müssen jetzt wegrennen, Tasks machen und so. Ja. Nicht gekillt werden. Ich weiß nicht, wer jetzt hier Imposter war. Am Hide and Seek heißt halt erstmal abhauen. Nicht gekillt werden. Das wird halt nicht. Wird halt wahrscheinlich alles in einer Runde passieren irgendwie. Es wird halt nicht rausgevotet und so. Deswegen ist kein Discord an. Das wird halt nicht hier wie üblich. Aha. Soll ich jetzt reporten oder? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht, wie das funktionieren tut. Reporten soll ich nicht. Einfach weglaufen. Ich weiß nicht, wie halt das funktioniert. Und das ist sehr sass. Okay. Machen wir unsere Tasks. Wenn wir unsere Tasks gelegt haben, haben wir gewonnen oder was? Wie läuft das hier? Da läuft jemand. Okay, alles klar. Ich lebe noch. Am Spezimen. Sieht auch ein bisschen anders aus, die Grafik und so, als ich das letzte Mal gespielt habe. Und die Frage ist, wer ist jetzt Imposter, wer ist? Ja, ja. Ja, Tasks trotzdem weitermachen, würde ich sagen, oder? Okay, offensichtlich wird nicht reportet. Er steht hier einfach so rum. Ja, die Grafik haben sie neu geupdatet. Sieht deutlich anders aus. So, ich habe nur Tasks. So. Der Button sieht ein bisschen diskret anders aus. Wo nicht auch neue Farben hinzugefügt wurde oder nicht? Ich hätte mich wahrscheinlich auch verstecken können, ja, irgendwo hinterm Stein oder so. Hätte ich auch machen können. Ich bin einfach durchgelaufen und habe meine Tasks gemacht. Die auch irgendwo hinstellen können und ja. Ich bin mit dem Hide and Seek mit dem Hide and Seek Prinzip nicht ganz vertraut. Und wie läuft das jetzt? Jetzt läuft hier hoch. Gut, dass ich nicht aus Versehen reportet habe. Da hätte ich die Runde versaut. Oh, ja, stimmt ja. Das ist der Imposter. Nanu. Wo kommt er wieder raus? Den Mr. Dude töten.
Also Hide and Seek, also wenn ich das richtig verstehe, das Prinzip, das Spielprinzip, dann ist das mit Extra Rules wahrscheinlich noch spannender. Sollte man vielleicht mal probieren. Hide and Seek mit Extra Rules, mit Adoles Mod. Da hat man ja dann und einen Detective, der den Detective bringt da wenig, aber gibt es ja auch Rollen, die das in dieser Mod, die durch die Vents schlüpfen können und so. Das ist, also macht schon mit gewissen Rollen macht das Sinn. Das ist gewisse Rollen, die dann durch, die durch zum Beispiel durch Vents schlüpfen können oder den Post irgendwie sabotieren können. Und es könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht. Habe ich noch nie ausprobiert, könnte man mal ausprobieren. Wäre vielleicht mal spannend. Bestimmt nicht die schlechteste Idee. So, na dann, bringst du jetzt alle um oder wie, wann haben die Crewmates gewonnen? Wann hört das hier auf? Der Post hat wohl gewonnen, wenn alle tot sind und die Crewmates wahrscheinlich, wenn die Tasks erledigt sind. Dann müssen die Geister aber ihre Tasks machen. Das ist ein bisschen, ja gut, einer hat sich eh ausgelockt. Für den zählt es dann glaube ich sowieso nicht. Macht dann mal eure Tasks oder so. Und das Ganze endet. Oder wie funktioniert das hier? Hast du nur eine Task, Diego? Du bist ein Imposter. Bin mir gerade unsicher, was hier passiert. Hm, okay, schon mal kein Imposter. Oder doch? Die Beast und Diego leben auf jeden Fall noch. Tja. Da liegt meine Leiche. So. Ist ja relativ langweilig hier. Wie funktioniert das denn jetzt hier? Dann ist das gut. AJF Leon. Sind alle ziemlich AFK. Oder verstecken sich gerade. Wo ist der Grüne? Wir haben doch nur einen Imposter, also muss das doch. Ja, es wurde doch einen Imposter angezeigt. Also muss das, also ist das der Grüne. Okay. Und nun, was macht der Grüne? Vielleicht hat er da gleich die letzten gekillt. Oh, die Taskbalken. Der läuft auch. Ah, da ist. Das ist jetzt. Oha, er ist Diego hinterher. Was wird passieren? Wir werden das sehen. Oder nicht. Da ist Diego wieder. Na komm, macht eure Task. Müssten noch ein oder zwei sein. Fast geschafft. Da habe ich noch eine Task. Nee, habe ich nicht. Das wäre jetzt ganz blöd gewesen. Ganz Zeit sagen, macht eure Task. Und selbst noch einen offen haben. Tja. Was machen wir mit euch jetzt hier?
Bin ich wieder einer, der noch lebt, oder? Noch hier einer, der die hier AFK rumstehen. Oder ein Geist. Tja. Und sonst du? Einer von euch vielleicht? Noch sind Tasks offen. Na komm, Grüni. Kannst du mal hier vielleicht umbringen? Okay. Da haben wir wohl gewonnen. Tasks erledigt. Juhu. Waiting for a host. So.